So, meine Freunde, hier kommen wir zur Nebenmission. Wie gesagt, ich werde ja nochmal so alle Nebenmissionen nochmal neu aufnehmen. Aber so für die, die ich in den Parts hier so gemacht habe, kann ich euch gerne noch helfen, wie ihr die zum Beispiel abschließt. Und natürlich werde ich das nochmal alles neu aufnehmen, denn ich will Kakarot ja auch nochmal neu durchspielen. Da werde ich dann alles nochmal neu aufnehmen. Bei Nebenquests werde ich reden, bei den Story-Momenten werde ich dann wahrscheinlich gar nicht reden. Aber egal, es geht heute auf jeden Fall um die Mission mit Achti. Und was ihr da genau machen müsst, zeige ich euch natürlich jetzt. Denn ihr habt dort eine Nebenquest mit Trunks und Achti. Ich habe das jetzt mal ein bisschen schneller gemacht. Und genau, die wollen halt die Dinosaurier töten für Geld. Und Achti findet das natürlich nicht so schön. Was man ja auch versteht. Achti ist ja auch ein guter Cyborg. Finde ich auch richtig nice. Also wirklich, der ist wirklich ein sehr cooler Typ, kann man so sagen. Und genau, wo ihr diesen komischen Dinosaurier da findet, zeige ich euch jetzt. Denn ich glaube, ja, so schwer ist das auch gar nicht. Aber trotzdem zeige ich euch das gerne. Die Mission heißt halt Dein Freund ist auch mein Freund. Und Trunks wird hier halt jetzt schnell besiegen und den Dinosaurier, oder beziehungsweise nicht besiegen, sondern den Dinosaurier holen. Genau. Jetzt wird auf der Karte halt angezeigt, dass wir. Ihr seht auf der Karte, seht ihr eigentlich immer diese Symbole. Das heißt, wo ihr dann auf jeden Fall hinfliegen müsst. Und als erstes sagte mir so, hey, was muss ich denn jetzt hier bei den Dinosauriern machen? Also die sehen schon cool aus. Und dann habe ich den aus Versehen abgeballert. Aber es macht auch nichts, auch wenn ich ihn besiegt habe. Das macht trotzdem wirklich gar nichts. Also könnt ihr ruhig machen. Also er kann auch nicht unbedingt besiegt werden. Und dann habe ich nochmal genauer geguckt, dass ich den Pfeil ja ganz falsch gesetzt habe. Und ja, ihr müsst halt höher in die Luft fliegen gleich. Das zeige ich euch auch hoffentlich gleich mal irgendwann. Ich war da echt blöd, aber egal. Ja. Ich habe nochmal ganz genau geguckt. Dann habe ich nochmal in die Luft gesehen. Ach so, ne, ich hatte noch einen Kampf gemacht, warum auch immer. Aber es ging ganz schnell. Und dann habe ich gesehen, dass es halt mitten in der Luft ist, die ganze Sache. Und ja, ich überspringe das mal einfach ganz schnell. Genau, zack. Oh Gott, wie ist die Qualität gerade so scheiße? Mal wieder hoch hier. So, und dann habe ich nochmal genau geguckt. Dann sehen wir da oben oder da unten, da fliegen sie nämlich die Roboter, die wir besiegen sollen, die auf jeden Fall den Dinosaurier killen wollen. Also, ja, ich habe es ja schon gemacht, aber naja. Dann müsst ihr die halt besiegen. Dann müsst ihr gleich noch die anderen besiegen. Und dann bekommt ihr auch schon das leckere Dino. Oder beziehungsweise könnt dann auch die Wilderer vertreiben. Da ihr ja ihre Roboterjungen erledigt habt. Und ja. Das machen wir dann noch mit den zweiten. Wenn wir die erledigt haben, dann kommen wir noch zu den zweiten hier. Die sind auch noch hier. Und dann haben wir schon den zweiten umgelegt und dann haben wir die Mission eigentlich schon geschafft. Das ist halt recht easy. Also, ja. Genau, und dann kriegen wir halt Erfahrungspunkte und wir kriegen dann noch ein 8, also Monster Nummer 8 Abzeichen. Genau, und das wäre eigentlich so schon die Mission gewesen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt zu zukünftigen Missionen, wo ihr Hilfe bräuchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch gerne, tu, was ich kann. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.